Hallo und herzlich willkommen in unserer Taino-Ecke in Köln. Heute mal mit einem technischen Hintergrund. Und zwar wollen wir euch einfach mal zeigen, wie man an unseren Platinum-Modellen so ein LED-Modul wechselt. Falls es mal kaputt gehen sollte, würde ich euch einfach mal näher ranholen und euch zeigen, wie man das genau macht. Und sage, bis gleich. So, wenn ihr die Schrauben gelöst habt, dann könnt ihr das ganze Element hier abnehmen. Dann habt ihr das LED-Modul mit der Verblendung. Ihr seht hinten das kleine Kabel, die zwei kleinen Kabel hier. Wenn ihr daran ein bisschen zieht, habt ihr hier auch schon die Steckverbindung. Da müsst ihr einfach nur den Stecker lösen und schon habt ihr das Bauteil. Das ist im Endeffekt das LED-Modul, welches getauscht werden muss. Da könnt ihr ganz vorsichtig mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher reingehen, das so ein bisschen raushebeln und dann habt ihr es auch schon in der Hand. Wenn ihr euch dann das neue LED-Modul nehmt, könnt ihr es hier wieder einsetzen, in Position bringen, guckt, dass die Löcher übereinstimmen. Ja, das will nicht so ganz. So, einmal wieder einklicken, Steckverbindung wieder miteinander verbinden. Kabel ein bisschen durch die Vorrichtung wieder reinschieben, einsetzen und das Einzige, was ihr jetzt noch tun müsst, ist die zwei Schrauben wieder draufzusetzen und den Stecker wieder oben drauf zu tun. Und dann funktioniert auch das LED-Modul wieder. Ja, wir haben das Ganze jetzt wieder zusammengebaut und wie ihr sehen könnt, leuchtet unser Grill auch wieder in seiner vollen Pracht. Alles funktioniert, auch das Verstellen der Farbe auf Rot, wenn der Brenner gezündet ist. Ist mit wenigen Handgriffen gemacht. Falls ihr noch mal irgendwelche Ideen habt oder Hilfe braucht, sagt uns einfach Bescheid. Und falls ihr so ein LED-Modul braucht, weil es defekt ist, zögert doch einfach nicht, unseren Kundenservice zu kontaktieren. Die helfen euch in jedem Fall weiter.